Ja, und ich bin's wieder, Käse neu heran. Hier mit meinem Let's Play von Chaos of Deponia. Und wo bin ich überhaupt? Okay, ich bin immer noch in beim Schwarzmarkt. So. Nochmal. Weil irgendwie scheint es nicht ganz geklappt hey, zu haben. Hey du, ich möchte meinen Gewinn abholen. Ich. Danke. Geht doch. Hatte ich den Los nicht ausgewählt? Sollte es der Fall sein, dann werde ich wohl an der Stelle... Dann... Ihr werdet es ja merken, dass ich es gecheckt habe, wenn ich nicht auf irgendwelches Gemecker eingehe. Von wegen, du hast es nicht angewählt. Wahrscheinlich werde ich schon im wurde ich schon im letzten Part wegen dieser Dummheit meinerseits für angeschrien. Aber gut. Ah, jetzt habe ich die Torpedo-Ausrüstung. Ah, oh, schön. Ah, Rufus, gibt es schon eine Ich arbeite dran. Ich mach dann mal weiter. Halte mich auf. Na, ich mache jetzt erstmal weiter, wo wir sind. Wir haben ja jetzt Torpedo und wir haben hier eine gerade Banane. Ne? Ja, das ist lustig. Das wird die Delfine garantiert aufmuntern. Na dann. Hä? Hey, was soll denn das? Du solltest doch... Wo kommt das Lachen her? Ich bin blind. Really? Den Delfinen scheint's ja immerhin gefallen zu haben. Ich sag doch, dass ich was von intelligent gemachter Comedy verstehe. Ja. Hauptsache, die Delfine sind jetzt happy. Happy, happy, joy, joy. Happy, happy, joy, joy. Happy, happy, joy, joy. Happy, happy, joy, joy. Oh, und so weiter. Na gut, Und Scheiße. Komm, Fischi, Fischi. Was soll das denn? Na, was schon? Ich befreie die armen Fische aus deiner Tyrannei. Das sind keine Fische, sondern hochintelligente Meeressäuger. Ach ja? Hey, ihr da. Wer in 5 Sekunden nicht draußen ist, bleibt bei Toni. Du hast recht. Sie sind wirklich hochintelligent. Wie gemein! Oh, ist das mies. Arme Toni. Na, ihr Delfinchen. Sie können es kaum erwarten. Genau wie ich. Ja, ihr, wie bist du? Mein Delfinisch ist derart akzentfrei, dass es ihnen die Sprache verschlagen hat. Oh, sind die nicht süß? Hier. Alle dressierten Meeressäuger, die bereit sind, mit Torpedos auf meine flüchtige Freundin zu feuern, Flossen hoch. Klatsch. Geil! Das sind krasse Delfine. Okay, das waren... Netter Grafikfehler? Aber gut. Das dürfte jetzt wohl alles geschafft sein. Ah, Ruf gibt es schon an. Ich arbeite dran.
Warst du schon mal in Porta Fisco? Öfters, aber es lohnt sich immer weniger. Der Organon hat die Innenstadt besetzt. Und die Bewohner der Slums vor den Stadttoren können sich keine neurochirurgischen Eingriffe leisten. Ach, die Armen. Okay. Ich mach dann mal weiter. Halte mich auf dem... Die Torpedodelfine sind bereit und ich kenne die Position des Tauchboots. Na, dann wollen wir mal. Ah, okay. Es geht auch so. Hui! Die Jagd kann beginnen. Ich muss nur einen einzigen Delfin in das Planquadrat des Tauchboots schicken und dann... Aha, so quasi Dings. Schiffe versenken oder was? Yay! Fun Fact, ich habe noch nie in meinem Leben Schiffe versenken gespielt. No kidding. Oh, was ist. Oh, wie mache ich das denn? Gibt's denn keine Anleitung oder sowas? Neuer Start. Ah. Ah, ich glaube, ich verstehe. Na gut, dann gucken wir mal. Einmal umgedreht, okay. Bleibst mal... Nein! Oje. Das ist jetzt nicht so gut. Ach komm, Neustart. Das lief jetzt scheiße. Ich drehe mich mal hier so direkt um. Wie mache ich das? Ich versuche das jetzt nochmal so. Oh, du Wichser! Der hat schon wieder ihr Dings geändert. Oh, leck mich doch. Na gut, dann. Jetzt kannst du mir nicht mehr entkommen.
Hups. Da habe ich mich ein bisschen falsch gedreht. Upsala. Oh Gott, wie mache ich das jetzt? Oh Mann, ich drehe mich immer falsch mit diesem blöden Delfin. Aber ich habe ihn zumindest eingekesselt. Das ist doch schon mal. Das ist schon mal ganz gut. So. Du sitzt in der Falle. Was? Hat er sich jetzt gerade echt einfach... Das gibt's doch nicht! Wie unfair! Der kann sich diagonal bewegen! Och Mann! Och leck mich! Blödes Spiel! Nein, geht nicht. Okay, dachte ich mir schon. Ach, jetzt macht er auf einmal nichts, ja? Hier, fick dich! Wunderschön vertont, Rufus, danke. Was? Nein, verdammt! Es könnte meine Chancen bei Goal verringern, dass ich einen Teil von ihr mit Torpedos zum Kentern gebracht habe? Normalerweise würde man so denken, ja. Immerhin ist sie zur Hälfte ein Drittel deiner Freundin. Oder wie auch immer ihr eure Beziehung nennt. Wahrscheinlich müsste man ein neues Wort erfinden. Verwechslungsdramödie. Ausflipper! Schön! Hab's geschafft! Taucheranzug. Okay. Das ist eine Vogelscheuche gegen Möwen. Wow. Und ich dachte, es sei mein alter Taucheranzug. Ich bezahle dich ja auch nicht fürs Denken. Du bezahlst mich eigentlich für gar nichts. Was Denken mit einschließt. Nett. Na gut. Er mit dem Anzug. Ein Haken. Okay. Das muss ein ganz schön großer Wurm sein, der an diese Angel gehört. Das ist eine Vogelscheuche. Soll es anziehen, ja? Was hast du vor? Ich gehe jetzt da runter. Vielleicht gibt's eine Hintertür. Bei einem Tauchboot klingt irgendwie unlogisch. Ja, aber wie du ja sicher weißt, sind die Gesetze der Logik unter Wasser außer Kraft gesetzt. Ja. Nein, sind sie nicht. Blub, 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 blub. Und jetzt hör auf mit dem Unterwassergewäsch und lass mich einfach runter, okay? Na gut. Auf dein eigenes Risiko. Flup! Hm. Hi! Na, lass doch mal gucken. Ein Schlauch. Noch ein Schlauch. Was war das? Sonst gibt's hier nichts irgendwie anzuklicken, ne?
Ich hoffe, das wird nicht wieder so ein Schlauchlevel wie in Teil 1. Hey, Bozo! Endlich wieder gemeinsam auf Carpath, genauso wie früher. Tja, wir kennen uns zwar erst ein paar Tage, aber ich weiß mittlerweile, dass es keinen Sinn macht, dich in diesem Zustand zu unterbrechen. Deswegen werde ich einfach im selben Tonfall weiterreden und hoffen, dass du bald wieder zu Verstand kommst. Hehe, guter alter Bozo. Du hast dich wirklich kein Stück verändert. Die Delfine scheinen mich nicht zu mögen. Seltsam. Angeblich sind es doch so friedliebende Tiere. Was mache ich denn bloß wegen dieser Delfine? Keine Ahnung. Die Viecher scheinen es ja wirklich auf dich abgesehen zu haben. Okay. Ich probiere mal was. Tu das. Ich suche schon mal Deckung. Nur noch diese Luke trennt mich von Golds dritter Datasette. Ah, und ich kann da auch hin. Verdammt, zu. Zu für meinen Geschmack. Ich finde schon einen anderen Weg. Okay, die Luke ist verschlossen. Es sieht vielleicht so aus, als stünde ich auf dem Schlauch. In Wirklichkeit aber hat sich dieser miese Schlauch nur unter meine Fußsohlen geschlängelt, um mich schlecht dastehen zu lassen. Ah, okay. Soll heißen, nein. Probier weiter, Julian. So was in der Art, ne? Aber Schläuche. Eine Lampe. Es sieht vielleicht so in Wirklichkeit. Moment hier. Der Schlauch ist zu kurz. Kann ich das? Das kann ich kombinieren, okay? Jetzt ist es nicht mehr zu kurz. Okay, was bringt mir das jetzt? Was hast du vor? Willst du endlich das Deck schrubben? Natürlich nicht. Oder den Abwasch machen. Räum weiter. Dann willst du dir also die Hände waschen. Jetzt hör aber mal auf. Warum kannst du mir nicht einfach die schöne Vorstellung lassen, dass dieser Wasserhahn einen tatsächlichen Nutzen hat? Entschuldigung. Okay. Eine schnöde Kerze? Bei dieser steinzeitlichen Ausstattung muss ich froh sein, dass die anderen nicht paddeln müssen. Sei nicht so fies. Aber gut, ich habe eine Kerze. Bei dieser Steinzeit. Gut zu wissen, dass Wasser in der Nähe ist. Einmal entzündet, können diese Biester ruckzuck ein ganzes Wohnviertel in Schutt und Asche legen. Ganz egal, wo man sie hinwirft. Okay, dann nicht. Bereit für einen weiteren. Na gut. Dann weiter. Nochmal. Runter. Der Schlauch vielleicht hier noch irgendwo. Ich verstehe dich immer noch nicht, du Spast. Muss ich noch mal was mit der Kerze anstellen, sonst wird das nichts. Vielleicht einmal rein? Ich meine, wo war denn hier jetzt? Oh, ein Topf! Das Bigosch war furchtbar. Das war kein Bigosch. Das war Dichtmasse für Golds Operation. So hat es auch geschmeckt. Da sind nur noch Reste drin. Tatsächlich? Was ist dann aus meiner Dichtmasse geworden, die ich darin angerührt habe? Sei mal nicht so hart zu dir. Ich habe schon Schlimmeres gegessen. Da sind nur noch... Was? Sei mal... Ich habe schon... Kann ich die? Der Topf ist ja noch heiß. Vielleicht reicht es aus, um die Kerze anzuzünden. Aha. Ich meine, einzuschmelzen. Ja, wollte gerade sagen. Zack. Topf mit Wachs. Jetzt habe ich doch tatsächlich einen Topf voll flüssigen Wachses. Von diesem Augenblick habe ich immer geträumt. Und jetzt, wo er da ist, fühle ich mich irgendwie gehemmt. Ja, und was soll ich damit?
Lass doch mal gucken. Vielleicht irgendwie. Es ist Bosos Topf, also muss er auch abwaschen. Es ist Boso. Ah ja. Kran. Das ist eine Angel für Menschen, die es eilig haben. Na dran. Es ist ein Tauchkran. Ach ja? Und warum habe ich dann damit vorhin einen Baby-Orca gefangen? Weil du ein unverbesserlicher Störenfried bist. Dann verbessere mich doch nicht ständig. Ah, das kann ich dann jetzt irgendwo hindingsen, oder was? Ich behalte die Sachen lieber am Mann. An Bord scheint sich ein Langfinger herumzutreiben. Okay, hier nicht. In den Taucheranzug, was? Das... Oh! Okay, ich habe einen Plan. Bist du dir sicher, dass du das Wort Plan richtig benutzt? Nach meinen Beobachtungen könnte es genauso gut Kater, Epilepsieanfall oder Stein im Schuh heißen. Vertrau mir einfach. Die Delfine wollen doch unbedingt eine Zielscheibe haben, nicht wahr? Ich präsentiere Ray Coulson, die im weitesten Sinne menschliche Zielscheibe. Ich nehme alles zurück, was ich jemals über dich gesagt habe, aus Angst. Oh, nett. Taucherhelm. Das ist eine Vogelscheuche, die wow. Ich bezahle. Du bezahlst. Was denkst Das ist eine Vogel. Wow. Ich bin. Du bezahlst. Was denkst Oder hätte ich noch vielleicht. Die Idee taucht nix. Die Idee. Und hier? Dafür brauche ich kein. Ich wachse doch bereits mit meinen Augen. Verdammtisch. Eine Klingel. Okay, dann ab in. Da ist jetzt kein Platz mehr für mich. Dann. Hey, Boso! Hey, Rufus, was liegt an? Jetzt, die Luke ist zu. Die Luke ist zu. Das ist schlecht. Ich dachte, du seist der große Experte im Entern von Schiffen. Seht mich an, ich bin ein Pirat. Ich habe einen buschigen Bart. Und alle haben Angst vor mir. Klinge ich wirklich so, wenn ich rede? Im Moment klingst du eher so. Ich bin ein nutzloses Walross. Ich habe einen buschigen Bart, aber meine Flossen sind zu ungeschickt, um einen Kamm zu halten. Vielleicht sollte ich mir den Bart wirklich mal wieder kämmen. Geh doch nicht darauf ein. Ich probier mal was. Tu das. Ich such schon mal. Er sucht schon mal. Oh, das ist doch gut. Zack. Einmal. Ja, ist staubig. Aber soll uns ja nicht stören. Alles gut. Na gut. Ich stehe auf dem Schlauch. Ich habe zwar jetzt den Tauchanzug mit Wasser gefüllt, aber wie tue ich jetzt den Anzug runter? Oder fehlt halt noch irgendwas? Ja, das große Geheimnis, was ich noch zu bewältigen habe. Aber das mache ich erst im nächsten Part. Na, egal, positive oder negative Wertungen, wer gern gesehen, das war's von meiner Seite. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. See you guys.